Mein Name ist Therese Weber und ich war bis im Frühling Präsidentin der Zürcher Landfrauen. Ich bin gegen die Extrem-Biodiversitätsinitiative, die am 22. September zur Abstimmung kommt. Biodiversität ist wichtig und wir nehmen sie auch sehr ernst. Aber auch die Lebensmittelproduktion ist wichtig. Aktuell haben wir in der Schweiz nur einen Selbstversorgungsgrad von 50%. Das heisst, wir können nur die Hälfte der Bevölkerung mit unseren eigenen Lebensmitteln versorgen. Die Initiative hat zur Folge, dass dreimal so viel Fläche wie heute geschützt werden muss. Das hat massive Folgen für unseren Selbstversorgungsgrad und für unsere Produktion. Die Preise würden sicher steigen von den Schweizer Produkten. Und wir müssten viel mehr importieren. Damit wäre die Abhängigkeit vom Ausland grösser. Und Hand aufs Herz, wir haben keine Kontrolle, wie im Ausland produziert wird. Ich möchte weiter können saisonal und regional posten, sei das bei uns im Laden oder eben in einem Hofladen wie hier, wo es vom Morgen frische Kriese hat, frische Herdöpfel oder Eier da von den Hühnern, die im Stall oder von aussen herumrennen können. Und darum danke ich Ihnen, wenn auch Sie mit mir Nein sagen zu dieser extremen Biodiversitätsinitiative, die am 22. September zur Abstimmung kommt. Danke vielmals.